Heute hat Borussia Dortmund gegen Schalke 04 2:4 verloren. Dadurch ist Dortmund auf Platz 2. Morgen könnte Bayern, wenn sie gegen Bayern gewinnen, 4 Punkte Vorsprung haben. Schalke ist natürlich auf Platz 15 erstmal richtig safe. Schalke hat 6-mal gewonnen, 7-mal hatten sie unentschieden gespielt und 7-mal hat Dortmund gewonnen. Tore sind in der 14 Minute durch Mario Götze gefallen, in der 18 Minute durch Caligiuri, zwischen 11 Metern und in der 28 Minute durch Sané. Dann gab es in der 60. Minute einen Foul von Marco Reus, eine rote Karte. Dann gab es in der 22. Minute das 3:1, das hat Caligiuri in der 62. gemacht. Dann hat in der 65. Minute Wolf auch eine rote Karte kassiert. Dann hat Axel Witzel den Anschlusstreffer in der 84. Minute gemacht. Dann hat Embolo in der 86. Minute das 2:4 gemacht.